Also, man muss auch nachdenken, wenn man sich was anguckt, was irgendwie gestaltet worden ist. Und wenn man sich das direkt erklären kann, ist ja auch traurig. Ich meine, es gibt ja Kunst und Kunst und Wunst und Wunst und Streetart und Streetart und Graffiti und Graffiti. Bla bla bla, ja? Bla bla bla. Früher habe ich nicht verstanden, worauf ich Wut hatte, und jetzt weiß ich's. Oder jetzt kann ich es eher feststellen, warum ich das habe. Nach draußen gehen, Augen aufmachen, die Unfähigkeit der Menschen will. Oder Nachrichten gucken ist auch nicht schlecht. Oder ein Brief, wo drin steht: Ah, sehr geehrter Herr Piep, Piep, Piep. Leider konnten wir Ihren Antrag nicht bearbeiten, da uns folgende Unterlagen fehlen. Zur Existenzsicherung, die da wären: eine Lohnabrechnung von letztem Jahr. Sowas macht mich wahrscheinlich wütend. Unfähigkeit einfach. Gibt's ja auch sehr viele unqualifizierte Menschen, die so einen Aluhelm tragen. Oder. Das ist ja auch echt schäbig. Aber ja, wie sagt man so schön, jeder wie er kann. Ich denke, das ist der Antrieb. Ein wesentlicher Antriebspunkt. Ja, Intoleranz halt, ne? Und dann halt, dass die ganze Bandbreite, die bei Sprayern vorhanden ist, bei vielen einfach. Homophobie, Sexismus, Rassismus. Einfach Unwissenheit und Zurückgebliebenheit. Aber kann ja nun mal jeder machen, diesen Sport. Ne, brauchst kein Abi für.